So, heute ist es soweit. Die Verlosung findet statt. Die letzten Namen schreiben wir noch auf. Da, Ossi? Ja, ja, du musst mir ja dann, wo sind wir denn jetzt? Ja, hier. Und das letzte Herzle. Ja. Aha. Also, wir zeigen euch jetzt gleich, wie wir die Namen alle aufgeschrieben haben. Ja. Und dann machen wir es noch ein bisschen spannend. Vorher machen wir noch ein Intro. Und dann stehen die Gewinner auch schon fest. Was, ja, Ossi? Und es gibt eine kleine Überraschung, gell? Welche? Ah, nach dem Intro mehr. Vier Stunden ist das Video online. Wir haben die Verlosung bekannt gegeben und wenn wir sowas wieder machen, dann überlegen wir uns ein anderes Konzept. Wir haben schon 179 Kommentare und mit Hashtag Ossi und Helle. Also, und ich habe wirklich immer gedacht, der Helle ist der Einzige, der solche Spielereien braucht. Aber anscheinend will halb YouTube diese Dashcamp haben. Also. Es freut uns natürlich sehr, dass ihr daran Interesse habt. Ja. Ja. Aber das ist ja krass. Und wisst ihr, was ihr mir jetzt damit antut? Ich kann schreiben. Also jeder kommt in den Lostopf rein, das sichern wir euch zu. Und wir verlosen es dann auch öffentlich. Aber jetzt tun wir erst einmal anstoßen, Ossi. Auf den künftigen Gewinner. Also es kann nur einer gewinnen. Ja. Wir lassen uns unseren Wein trotzdem springen. Auch wenn es dann, jetzt sind es im Moment 179. Und ich habe noch ganz heile Finger. Mal schauen, ja, wie es danach aussieht. Das heißt, es sind noch 178 Verlierer dabei. Und bis jetzt, wir haben ja gerade mal angefangen. Wir haben ja viel zu lang die Frist gemacht. Und ich gehe davon aus, da kommen noch zwei oder drei dazu. Ja, also wir fangen auf jeden Fall jetzt schon mal an mit Schreiben. Ja, also seid gespannt, die Kamera wird sicherlich verlost. Und alle, die dann schon ein Herzchen haben auf ihrem Hashtag, die sind registriert. Die sind registriert. Also wir machen Herzchen und das heißt registriert und im Lostopf drinnen. Ja, und wir freuen uns natürlich über diese ganz lieben Kommentare. Ja, freuen wir uns und der Gewinner kann sich auch freuen. Also, jetzt legen wir los. Schöne Dashcam. Dann fangen wir jetzt an, so sitzen wir ja die halbe Nacht. Ja, also gut, ihr könnt jetzt Fernsehen schauen, wir sind beschäftigt. Genau. Ciao. Der Abend ist gerettet, oder wie? Tschüss. Schöne Arbeit, ja? Jetzt erstmal alles in Lose schnüpfen. So, alles ist vorbereitet und ihr habt gesehen, wir haben uns Mühe gegeben, um die 300 Teilnehmer und alle sind in unserer Lostrommel drinnen. Wollt ihr sie mal sehen? Schaut mal. Ganz schön was zusammenkommen. Ja, also die Ossi war sehr fleißig und ich habe sie unterstützt dabei. Und es sind alle drinnen. Also wir haben sehr viele mit sehr, sehr freundlichen Kommentaren bekommen. Denen gönnen wir es natürlich besonders. Aber wir gönnen es allen. Also auch die nur Ossi und Helle geschrieben haben, auch denen gönnen wir das. Es geht um diese Dashcam. Und die verlosen wir jetzt. Das heißt, derjenige, der gewinnt, bekommt einen Aktionscode von Amazon. Und dann kann er sie dann bestellen. Die bekommt er per E-Mail. Jetzt müssen wir erstmal ein paar grundlegende Dinge beachten.
erstens jetzt da reinlangen, einen Namen rauszuziehen und zu sagen, der Hugo hat gewonnen, das ist ja blöd. Wir haben uns so viel Arbeit gemacht, Lucy. Oh, jetzt Ich schlage einen anderen Weg vor. Wir ziehen alle, die nicht gewonnen haben. Und der übrig bleibt, ist der Sieger. Nicht einverstanden. Ich habe schon Stunden geschrieben. Und manche können in einer Stunde ziehen. Ja. Nein. Also Lucy ist nicht einverstanden, habe ich mir fast gedacht. Ja? Aber wir haben noch was anderes. Damit es noch etwas spannender wird, habe ich den Hersteller von der Dashcam angeschrieben. Ja, und das, wir haben ja schon vor dem Intro gesagt, dass es eine kleine Überraschung gibt. Hast du gesagt, ich nicht. Ich hätte es nämlich noch nicht verraten. Ja. Also, dann sag's auch du. Na, jetzt darfst du ruhig weiter sagen. Du hast also, ja auch geschrieben. Ich habe den Hersteller angeschrieben, dass um die 300 an der Verlosung teilnehmen und Interesse vorhanden ist, dass es gut angekommen ist. Und der Hersteller hat gesagt, okay, dann dürft ihr 2 Kameras verlosen. Ist doch schon mal was, oder? Also ich habe nicht nur die ganze Mühe für einmal ziehen gemacht, sondern ich darf 2-mal ziehen. Jawohl. Und für diejenigen, die nicht gewinnen, sagen wir es gleich vorweg, ihr bekommt einen Aktionscode und bekommt 20% Rabatt auf die Kamera, wenn ihr sie bestellt. Ah, okay, das war mir jetzt sogar neu. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Du musst nicht alles wissen. Und dann haben wir noch angekündigt, wir testen einen DVB-T-Stick, aber das muss ich sagen, den wollten wir auch verlosen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Da gab es Installationsprobleme und deswegen haben wir das Adapter gelegt. Ja, vielleicht kommt es irgendwann mal, aber im Moment sind wir da jetzt nicht dazu bereit. So, ja. Und jetzt schreiten wir zur Ziehung. Ja, ich mische noch mal ein bisschen. Nein, die Funktion des Notars. Ah, das übernimmst du? Die Funktion des Notars nehme ich und ich überzeuge mich jetzt, ob die Lostrommel alles einwandfreier Zustand. Jawohl, es ist alles in Ordnung. Ich habe mich davon überzeugt, dass alle Namen da draufstehen. Jetzt müssen wir noch schauen, ob das Ziehungsgerät in Ordnung ist. Alles in Ordnung? So ein Blödel, hä? Aber jetzt, hä? Jetzt können wir zur Ziehung schreiten. Okay. Seid ihr bereit? Also, seid mal spannend. Gespannt. Achtung. Fertig. Los. Und gewonnen hat. Gewonnen hat. Hängst gleich in die Ding rein. In die Kamera. Ja, muss erst mal schauen. Gabriele Hoffend. Aha. Schau mal, ob man. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Müsste man. Also, Gabriele Hoffend. Also, Gabriele, herzlichen Glückwunsch. Eine Dashcam, das ist unsere, aber so, die schaut dann genauso aus, gehört dir. Wir bitten darum, E-Mail-Adresse blenden wir ein. Wir bitten um eine kurze E-Mail. Dann schicken wir per E-Mail einen Aktionscode zu. Und da kannst du dann die Kamera bestellen bei Amazon und die wird dann frei Haus geliefert. Ich glaube, der Code gilt bis 31. März, kann richtig, das sein? Also der sollte bis 31. März eingelöst werden, sonst müssen wir nochmal verlängern lassen. Oh, wenn das geht. Ja. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Ziehung. Möchtest du mal ziehen, oder? Weil mein Ziehungsgerät ist nicht überprüft. Okay, also mache ich nochmal diese Glücksfee. Also, und jetzt? Okay, mal schauen. Diesmal der Glückliche ist, oder? Oder die. Es freut mich, dass auch so viele Frauen dabei sind. Also, ich habe mich gewundert, weil ich mit Technik nichts am Hut habe. Aber ich habe eine. Ah ja, einen Mann. Und zwar den Holger Burkhardt. Jawohl. So. Ich hoffe, man kann lesen. Ja, müssen wir. Also Holger, auch von uns herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Es tut uns leid für alle anderen. Wir hätten gern noch 250 verlosen. Ja, ich habe so viele Arbeit mir gemacht. Aber wir haben leider nur die beiden. Mhm. Ja. Aber die haben wir jetzt verlost. Und für alle anderen stellen wir einen Aktionscode online. Dann kriegt ihr dann 20% Rabatt auf die Kamera. Wir bedanken uns für die Teilnahme. Ja, es hat sogar Spaß gemacht, die Verlosung. Nur das viele Schreiben war nicht so gerade so prickelnd. Ja. Aber wir haben alle aufgeschrieben, hoffe ich doch, dass wir niemanden vergessen haben. Reklamationen
werden keine angenommen. Wie heißt das so schön? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Richtig, ja. Und ja, und eigentlich ist es jetzt schön, jetzt haben wir zwei Kameras zu verlosen. Eine andere Frau und eine anderen Mann. Total gerecht, oder? Was ja. meinst du? Weiß ich jetzt nicht, aber da noch andere Kriterien hätte ich einsetzen können. Nein, ich finde es jetzt gut, dass es... Okay, wenn die Ursi das gut findet, finde ich es auch gut. Ja. Also insoweit, wir wünschen gute Fahrt mit der Kamera. Einen anderen nutzt den Aktionscode oder schaut euch um. Es gibt noch andere Dashcams. Uns hat die nach wie vor, sagt die uns zu. Also wir sind ja jetzt auch schon wieder etliche Kilometer gefahren. Mhm. Wir sind eigentlich nach wie vor begeistert davon. Könnt ihr euch überlegen, was ihr da macht. Also das ist nicht nur Werbung gewesen, sondern uns hat die Dashcam tatsächlich selbst überzeugt. Und wir danken für die Aufmerksamkeit wieder mal. Ja. Melden uns bald wieder mit einem Statusbericht. Ja, klar. Denn jetzt haben wir ja schon, wir sind jetzt in der 7. Woche in unserem Wohnmobil. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Nein, wir sagen nur, dass da was kommt. Ja, und auch, ja, jetzt müssen wir auch mal wieder was unternehmen, gell? Ja, im Moment haben wir einiges zu tun. Ja, also, dann grüßen wir euch jetzt und war wieder nett mit euch. Ja, ciao. Tschüss.